Hallo, herzlich willkommen zur ersten digitalen Bürgersprechstunde von politikdigital.de. Dazu begrüße ich recht herzlich meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Eva Högel, Hallo. Bundestagsabgeordnete der SPD für Berlin-Mitte. Frau Högel hat zur letzten Bundestagswahl, im letzten Bundestagswahlkampf im heiß umkämpften Wahlkreis Berlin-Mitte das Direktmandat geholt und wird uns jetzt in den kommenden 45 Minuten für Fragen zur Verfügung stellen. Außerdem begrüße ich im Hangout dazugeschaltet Christian Tretbar, den stellvertretenden Leiter der Online-Redaktion vom Tagesspiegel. Und der Tagesspiegel ist heute unser Kooperationspartner für diese Folge. Hallo, Herr Tretbar. Hallo, schönen guten Tag. Ja, was ist die digitale Bürgersprechstunde? Mit unserer neuen Reihe der digitalen Bürgersprechstunde wollen wir regelmäßig mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages über politische Vorhaben im Wahlkreis sprechen. Was passiert im Wahlkreis? Wir wollen aber auch diskutieren, was auf Bundesebene passiert, welche Vorhaben dort geplant sind oder alle Themen auch ansprechen, bei denen Bürgerinnen und Bürger ihr Interesse geäußert haben. Und das Wichtigste ist, dass nicht alleine wir die Fragen stellen wollen, sondern es sollen vor allem die Fragen der Bürgerinnen und Bürger sein. Dazu haben wir im Vorfeld über unseren Facebook-Account, über Google Plus, aber auch über Twitter um Fragen gebeten. Wir haben da einige bekommen. Und auch der Tagesspiegel hat seine Leserinnen und Leser gefragt, uns Fragen zu schicken. Das haben wir getan und das wollen wir in den nächsten 45 Minuten zusammentragen und die Fragen so ein bisschen diskutieren. Aber Sie können auch noch, wenn Sie das bislang nicht gemacht haben, live Ihre Fragen stellen. Wir haben einen Hashtag eingerichtet, Bürgersprechstunde. Dann sehen wir das bei Twitter oder über unseren Facebook-Account, auch Google Plus geht. Und wir versuchen dann, sofern möglich, die Fragen auch noch mit in die Sendung zu holen. Außerdem, wenn Sie über einen Google Plus-Account verfügen und jetzt eingeloggt sind, dann können Sie natürlich auch am begleitenden Chat Ihre Frage loswerden. Ja, dann starten wir jetzt einfach mal, Frau Högel. Was viele unserer User beschäftigt, ist die Bildung der Großen Koalition natürlich, die aktuell ansteht und damit der bevorstehende Mitgliederentscheid der SPD. Herr Gabriel hat letzte Woche im ZDF-Interview mit Frau Slomka gesagt, die Stimmung auf den Veranstaltungen, die er besucht, die sei gut, die Basis sei wäre sehr interessiert, die Stimmung sei gut und er bekämpft den Rückenwind. Wenn Sie mit Basismitgliedern sprechen, wie ist denn Ihr Eindruck? Den Eindruck kann ich bestätigen. Die Stimmung ist gut. Es ist so, dass wir den Auftrag bekommen haben, vom Konvent der SPD zu verhandeln. Wir haben das jetzt gemacht, mehrere Wochen. Und ich darf sagen, wir haben wirklich um jeden Millimeter sozialdemokratischer Inhalte gekämpft. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, schließt bitte nicht eine große Koalition von vornherein aus. So sind wir in die Versammlungen der SPD-Mitglieder gegangen, sondern schaut euch am Ende das Ergebnis an. Und alle, die verhandelt haben, ich selbst habe ja auch zur großen Verhandlungskommission gehört, der Parteivorstand, alle haben diesen Koalitionsvertrag, dieses Ergebnis unterschrieben und werben deshalb jetzt für eine Zustimmung. Und seit heute liegen die Unterlagen in den Briefkästen der Mitglieder. Ich habe heute Morgen meine Unterlagen aus meinem Briefkasten gezogen und jetzt kann man darüber abstimmen und ich bitte alle Mitglieder mit Ja zu stimmen und uns zu unterstützen, weil ich persönlich finde, und das gilt für alle anderen, die verhandelt haben, wir haben richtig viel rausgeholt. Dazu kommen wir ja sicherlich gleich noch zu den einzelnen Punkten. Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt dafür, dass wir noch 25% haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Mitglieder der SPD das auch so sehen. Und es ist einfach fantastisch, dass wir diese Mitgliederbefragung machen. Es ist wirklich großartig, dass 475.000 SPD-Mitglieder die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern. Soll die SPD in eine große Koalition gehen, reicht dieser Koalitionsvertrag für die nächsten 4 Jahre. Das ist einfach fantastisch. Bei uns kam eine Frage auf zur Organisation des Mitgliederentscheids. Wer darf denn da eigentlich genau abstimmen? Alle Parteimitglieder? Muss man volljährig sein oder dürfen auch die Parteimitglieder abstimmen, die noch nicht das 18. Lebensjahr Genau, alle erreicht haben? Parteimitglieder, das heißt, man muss nicht volljährig sein und es dürfen alle diejenigen mitstimmen, die bis zum 13. November Mitglied der SPD geworden sind. Wir brauchten diese Deadline, weil es organisatorisch nicht anders möglich war, weil die Unterlagen ja zugeschickt werden müssen. Das muss alles vorbereitet sein. Deswegen alle, die sich bis zum 13. November entschieden haben,
Mitglied der SPD zu sein, zu bleiben, die dürfen jetzt mitstimmen. Das sind eben diese 475.000. Okay. Kann ich sprechen? Ja, Herr Tretbar, gerne. Beim Mitgliederentscheid würde mich zwei Sachen interessieren, die wir auch über Fragen von einigen Lesern bekommen haben. Ist denn eigentlich in Ihren Veranstaltungen, die Sie so besucht haben oder auch überhaupt bei Ihnen im Wahlkreis, irgendwie die Frage aufgetaucht, wer wird denn nun von Ihnen Minister? Also bewegt das nicht die Leute, wissen zu wollen, wer geht für die SPD ins Kabinett? Ja, das bewegt die Leute natürlich und das ist unglaublich spannend, weil wir selber es auch alle nicht wissen. Ich hoffe, dass die betroffenen Personen es schon wissen, aber ich weiß auch das nicht. Also das ist eine offene Frage. Sigmar Gabriel hat sich entschieden, diese Frage bis zum Ergebnis der Mitgliederbefragung offen zu halten. Das ist eine Geschmackssache. Das wird jetzt so gemacht, sodass es erst dann veröffentlicht wird, wenn wir wissen, dass unsere Mitglieder zugestimmt haben. Und wir wollen damit eins erreichen und das unterstütze ich natürlich, dass wir nicht über Personen und Posten sprechen, sondern über die Inhalte des Koalitionsvertrags und das scheint bis jetzt auch ganz gut zu gelingen. Es gab bei uns, wenn ich eine Frage noch hinterher schieben darf, ja heute auch nochmal ein Stück über die Frage, was passiert wenn, also es ist ja sehr viel Spekulation. Eine Frage beschäftigte uns auch, was passiert eigentlich mit dem Fraktionsvorsitz? Möglicherweise wird Frank-Walter Steinmeier Außenminister und es gab sozusagen jetzt die Debatte, wer folgt nach? Da wurde jetzt die Idee einer Doppelspitze ins Spiel gebracht. Mann und Frau gemeinsam an der Spitze der SPD-Fraktion. Ist das A überhaupt machbar und würden Sie das begrüßen? Wäre das eine sinnvolle Sache? Also die Grünen haben das ja, die haben eine Doppelspitze, einen Mann und eine Frau. Insofern ist das durchaus machbar. Ob die SPD-Fraktion das machen sollte, weiß ich jetzt nicht. Ich bin nicht so Fan von einer Doppelspitze. Und außerdem müssen wir erstmal abwarten, ob Frank-Walter Steinmeier nicht uns erhalten bleibt, was ich sehr begrüßen würde, wenn er Fraktionsvorsitzender bliebe. Ja, wir hatten noch eine Frage, die dahin ging, da fragte ein anonymer User, ist es klug, das nur im ganz kleinen Kreis auszuklüngeln und es in den und es den eigenen Mitgliedern später, nachdem sie abgestimmt hat, zu präsentieren? Also die Frage, wäre vielleicht ein Mitgliederentscheid zu einem früheren Zeitpunkt sinnvoll gewesen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also Mitgliederentscheid zu einem früheren Zeitpunkt wäre ja nicht möglich gewesen, denn man braucht ja ein Ergebnis. Wir müssen ja etwas vorlegen, worüber die Mitglieder abstimmen können. Das kann man ja nicht in einem Zwischenstadium machen. Deswegen legen wir den Koalitionsvertrag vor und da hat jedes Mitglied gleichberechtigt mit allen anderen dieselbe Stimme und dasselbe Gewicht. Alle 475.000 und deswegen ist das auch nicht im kleinen Kreis vorgeklüngelt worden, sondern ausgehandelt worden. Und da konnten alle sich ein Bild von machen und jetzt haben alle die Möglichkeit, darüber abzustimmen. Und das mit den Personen, da muss man sich jetzt nichts vormachen, das wird immer im kleinen Kreis entschieden. Nicht? Also man kann jetzt über, wer wird Arbeitsminister oder Arbeitsministerin, nicht 475.000 SPD-Mitglieder entscheiden lassen. Das wird natürlich vorher besprochen und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ich sehe, wir haben schon im Hangout unseren ersten Gast, Tobias. Vielleicht möchten Sie sich kurz vorstellen und Ihre Frage? Ja, hallo in die Runde. Tobias Meyer ist mein Name. Ich bin noch freier Journalist, ab nächstem Jahr dann fest beschäftigt. Und ich komme aus Berlin-Wedding, also wohne jetzt seit 3 Jahren in dem schönen Stadtteil. Der Wahlkreis von Eva Högel. Und ich habe zwei Fragen mitgebracht, die beide sich um den Koalitionsvertrag drehen, also inhaltlicher Natur sind. Soll ich gleich loslegen mit der ersten? Ja, vielleicht, gerne. Da geht es um ein Thema, was nicht so wirklich medial präsent ist, zumindest nicht mehr, und zwar um die Flüchtlingspolitik. Ich habe mir Ihre Seite angeschaut, Frau Högel, da steht unter anderem, dass Sie Mitglied bei ProAsyl sind. ProAsyl ist ein Verein, der sich um Interessen und Rechte von Asylbewerbern kümmert. Und meiner Meinung nach tut die EU viel zu wenig, um Flüchtlinge, die eben um Aufnahme bitten wollen, zu schützen. Es gibt immer wieder Berichte von Todesfällen an den Grenzen. Ich habe gerade nochmal geschaut, in den vergangenen 25 Jahren sind wohl laut ProAsyl 19.000 Menschen gestorben beim Versuch, in die EU zu kommen, unter anderem im Mittelmeer. Und das ist nur die Zahl von den Toten, von denen man eben weiß, viele sind gar nicht dokumentiert. Und jetzt habe ich in den Koalitionsvertrag geschaut, da steht der Satz drin, den zitiere ich jetzt mal,
bei der Flüchtlingspolitik fordern wir mehr Solidarität unter den EU-Mitgliedstaaten. Das ist aus meiner Sicht sehr blumig. Können Sie mir sagen, was das konkret bedeuten soll? Also erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier dran beteiligen. Ich wohne übrigens auch im Wedding, also schön, dass Sie dabei sind, Herr Mayer. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied bei Pro Asyl und zwar nicht einfach so, sondern weil ich die Arbeit von Pro Asyl sehr schätze und deswegen auch unterstützen möchte und mich im Rahmen meiner Möglichkeiten für Flüchtlinge einsetze. Wir haben im Koalitionsvertrag eine Menge aufgeschrieben zum Thema Flüchtlinge und Asyl, was sehr konkret ist. Nämlich, dass wir zum einen die Verfahren verkürzen wollen, was ich finde für die betroffenen Menschen sehr wichtig und richtig ist, dass sie nicht Ewigkeiten auf eine Entscheidung warten müssen, ob sie hier bleiben können. Wir haben uns außerdem entschieden, dass ab dem ersten Tag die Flüchtlinge die Möglichkeit haben sollen, die deutsche Sprache zu erlernen und dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Das finde ich drei wirklich sehr konkrete Verbesserungen für Flüchtlinge. Und wir haben uns auch entschieden, all diejenigen, die hier bisher in Anführungsstrichen illegal sind, es gibt keine illegalen Menschen, aber ich verwende den Begriff mal, die hier geduldet werden, dass diejenigen hier auch ein Aufenthaltsrecht bekommen, die Geduldeten insbesondere. Das sind schon mal konkrete Verbesserungen und natürlich wissen wir, dass wir das auf der europäischen Ebene ganz anders angehen müssen. Wir brauchen die Möglichkeit, nach Europa einzuwandern, denn viele von denen, die kommen, versuchen es über das Asylrecht nach Europa zu kommen, würden es aber viel lieber auf legalen Wegen tun, nämlich im Wege einer normalen Einwanderungspolitik. Und deswegen ist dort dieser blumige Satz, weil wir natürlich uns noch nicht wirklich darauf einigen konnten zwischen CDU, CSU und SPD, was genau meinen wir eigentlich mit einer veränderten europäischen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Sie können sich vorstellen, dass die SPD da andere Vorstellungen hat als die CSU und der gegenwärtige Innenminister Friedrich. Und deswegen hoffe ich, dass es so viel Unterstützung gibt für eine humanere Flüchtlingspolitik in Europa, dass wir tatsächlich auf europäischer Ebene etwas ändern können. Und das ist noch ein langer Weg und dafür brauchen wir eben Unterstützung. Kann ich vielleicht bei der Flüchtlingssache, weil sich das wirklich genau anschließt, einen unserer User nochmal dazu bringen. Der trägt, der ist auch anonym, trägt aber den sehr schönen Namen Gerümpel-Synchronisierer. Also so einen könnte ich auch zu Hause gebrauchen. Der fragt, ich verkürze jetzt mal, ob es nicht sinnvoll wäre oder notwendig wäre, dass Europa im jetzt bestehenden Rahmen der Gesetze einfach schlicht und ergreifend mehr Flüchtlinge aufnimmt und die auch anders in Europa verteilt, als das derzeit der Fall ist. Sehen Sie da Möglichkeiten der Einigung? Auf jeden Fall. Wir müssen die Dublin-II-Verordnung ganz grundlegend überarbeiten. Also die Flüchtlinge müssen die Chance haben, in Europa, also an unterschiedlichen Stellen auch bleiben zu können. Wir haben jetzt ja durch die Ausgestaltung mit den sicheren Drittstaaten und dort, wo sie das erste Mal nach Europa kommen, die Regelungen, die in Dublin II niedergelegt sind, eine, wie ich finde, sehr humane Umgehensweise mit Flüchtlingen. Und deswegen müssen wir Dublin II ganz grundlegend überarbeiten. Europa kann viel mehr Flüchtlinge aufnehmen, als es das gegenwärtig tut. Sie können ganz anders behandelt werden, sie können besser verteilt werden. Und deswegen sagte ich ja, das ist etwas, wo man wirklich jetzt eine Zeit lang braucht, denn dazu brauchen wir auch Partner in Europa. Gegenwärtig ist der Trend ja so, möglichst viele Menschen fernzuhalten aus Europa und möglichst die ganze Verantwortung auf die Mittelmeeranrainerstaaten abzuschieben, beziehungsweise auf Griechenland und die Türkei, auf diesen Landweg. Und das sind alles Regelungen, die uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten überhaupt nicht gefallen. Deswegen sage ich, wir brauchen in Europa eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Flüchtlings- und Asylpolitik. Wir haben ja derzeit in Berlin eine große Debatte über das Thema Flüchtlinge, unter anderem auch bei Ihnen im Wahlkreis, derzeit in Kreuzberg am Oranienplatz, wo ein Zeltlager ist, was eine große Debatte auslöst. Wir hatten das am Pariser Platz. Wie bewerten Sie denn diese Vorgänge, auch diese Protestaktionen? Ist das, können Sie das nachvollziehen? Ist das in Ordnung? Geht der Berliner Senat damit angemessen um? Geht die Berliner oder Kreuzberger Bürgermeisterin damit angemessen um? Haben Sie sich da irgendwie mal ein Bild gemacht von der Lage? Ja, ich habe mir ein Bild gemacht und ich verfolge das logischerweise sehr aufmerksam, weil das ja auch meinen Wahlkreis betrifft. Wir hatten ja auch das Camp vom Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz und wir haben auch einige Wohnheime in Berlin-Mitte und viele Flüchtlinge schon aufgenommen in dem Bezirk, den ich im Bundestag vertrete.
Es ist so, dass man sagen muss, die Flüchtlinge haben durch ihre Protestaktionen sowohl vom Brandenburger Tor als auch auf dem Oranienplatz dazu beigetragen, dass das Thema Asyl und Flüchtlinge in die öffentliche Debatte gekommen ist. Wenn wir ehrlich sind, war das eine ganze Zeit überhaupt nicht so in unserem Fokus. Und Themen wie Arbeitsmöglichkeiten, das Asylbewerberleistungsgesetz, die Unterbringungsmöglichkeiten, die Dauer der Verfahren, aber auch die Residenzpflicht beispielsweise, sind jetzt auf die politische Agenda gekommen. Und das finde ich richtig und wichtig. Ich muss aber auch ganz offen sagen, dass die Situation auf dem Oranienplatz unhaltbar ist. Also gerade jetzt, wo es kalt wird, die Flüchtlinge sind dort nicht angemessen untergebracht. Und ich begrüße deshalb, dass der Senat versucht, Unterbringungsmöglichkeiten in den Bezirken zu finden und Frau Herrmann, die Bürgermeisterin von Kreuzberg und Friedrichshain, dabei unterstützt, für die Flüchtlinge eine gute Lösung zu finden. Könnte ich da noch eine kurze Nachfrage stellen, was sich das gerade anbietet? Gerne. Auch mit Bezug zum Wedding. Es wurden ja zumindest in Teilen die Flüchtlinge vom Oranienplatz jetzt sozusagen in den Wedding gebracht. Da gibt es ein ehemaliges Altenheim vom Caritasverband, wo eben aufgenommen wurde, allerdings nur ein Teil. Das sind 80 Plätze, die sind auch schon wieder eben alle belegt. Soweit ich das durch die Medien mitbekommen habe, sind auch längst nicht alle sozusagen eben vom Oranienplatz dann jetzt in das neue Heim gekommen. Und ich frage mich, ob wir da nicht im Bezirk, also bei mir und bei Ihnen hier im Wedding, mehr machen können. Ich denke mir, gerade so ein bunter Bezirk, wie es der Wedding ist, bietet eigentlich grundsätzlich ganz gute Möglichkeiten, um halt Asylbewerber aufzunehmen. Also ganz konkret gefragt, fallen Ihnen Orte ein hier, die man in Flüchtlingsunterkünfte umwandeln könnte? Herr Mayer, selbstverständlich, und wir machen das auch schon. Ich habe das ja eben bereits erwähnt, dass im Bezirk Mitte, vor allen Dingen in den Ortsteilen Moabit und Wedding, schon viele Flüchtlinge untergebracht sind. Und der Bezirk macht etwas sehr gut. Er versucht nämlich möglichst dezentral die Flüchtlinge unterzubringen. Und das ist ja auch etwas, was wir, diejenigen, die sich für eine humane Flüchtlingspolitik einsetzen, immer wieder fordern, dass es keine Sammelunterkünfte gibt, dass es keine Schulen gibt, keine großen Gebäude, in denen mehrere hundert Flüchtlinge untergebracht werden, sondern dass wir das dezentral und möglichst in Wohnungen machen. Das ist nicht ganz einfach, weil das gut organisiert sein muss, aber die Tatsache, dass wir wenig Proteste in Mitte haben und viel positive Resonanz bei den Nachbarinnen und Nachbarn, wenn ich etwa an die Lovezzo-Straße denke oder auch in der Müllerstraße in Paul-Gerhardt-Stift sind schwer traumatisierte Flüchtlinge untergebracht, dann sehe ich die Art, wie Berlin-Mitte das macht, als sehr erfolgversprechend an, nämlich ganz konsequent mit den Flüchtlingen gemeinsam gute Unterbringungsmöglichkeiten einzurichten und mit einer Nachbarschaft, die sich dann auch so interessiert zeigt an den Flüchtlingen, dass sie hilft, dass sie mit den Kindern spielt, dass sie für das Notwendige sorgt. Das ist ein Weg, den wir weitergehen sollten. Und ich weiß vom Bürgermeister und allen, die auf der Bezirksebene arbeiten, dass in Mitte geguckt wird, wo wir noch Räume und Möglichkeiten haben, mehr Flüchtlinge unterzubringen. Okay, mittlerweile gibt es noch einen Gast bei unserem Hangout. Vielleicht möchten Sie sich kurz vorstellen und sagen, was Ihnen auf der Seele liegt. Könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay. Na gut. Hallo, mein Name ist Daniela Majorovic und ich arbeite bei Ergo Kommunikation im Bereich Public Affairs und wohne in Mitte, angrenzend zum Wedding. Und ich habe eine Frage zur aktuellen Debatte um das Prostitutionsverbot und würde gern wissen, wie Ihre Haltung dazu ist. Ich meine, ich wohne auch nicht unweit von der Oranienburger Straße entfernt und deswegen wäre das mein Anliegen. Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Dazu äußere ich mich sehr gern, denn ich bin mit dem Thema aktuell, aber auch schon länger intensiv befasst. Mir ist es ganz wichtig zu trennen zwischen Menschenhandel und Zwangsprostitution auf der einen Seite und der legalen Prostitution auf der anderen Seite. Ich habe mich jetzt auch in der letzten Legislaturperiode sehr dafür engagiert, dass man Menschenhändler besser und wirksamer bestraft. Da haben wir im Strafrecht noch einige Lücken, das müssen wir verbessern. Und auf der anderen Seite die Opfer von Menschenhandel besser schützt. Das betrifft Beratung, Betreuung, jede Form des Schutzes, aber insbesondere auch ein Aufenthaltsrecht, dass die Opfer von Menschenhandel geworden sind, nicht wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden,
sondern dass sie unabhängig von der Mitwirkung in einem Strafverfahren auch einen gesicherten Aufenthalt hier in Deutschland bekommen. Das ist der eine Punkt, Menschenhandel, Strafbarkeit und Opferschutz. Und der zweite Punkt ist legale Prostitution. Da haben wir 2002 in rot-grüner Regierungszeit ein Prostitutionsgesetz auf den Weg gebracht, das durchaus Schwächen hat, um es ganz offen zu sagen. Dieses Prostitutionsgesetz geht davon aus, dass Prostituierte selbstbewusst und selbstständig arbeiten, frei von Zwängen. Und das Hauptanliegen dieses Gesetzes war es, Prostitution nicht mehr als sittenwidrig zu bezeichnen, damit die Prostituierten ihren Lohn einklagen können, Versicherungen bekommen und so weiter. Wir haben jetzt eine Evaluation vorliegen von 2007, die zeigt uns die Schwachstellen auf dieses Prostitutionsgesetz, weswegen wir in der Koalitionsvereinbarung geschrieben haben, wir wollen das Gesetz umfassend überarbeiten, also die Schwachstellen im besten Fall beseitigen. Was wir aber auf keinen Fall wollen, ist Prostitution zu verbieten. Und was wir auch nicht wollen, alle Freier, alle diejenigen, die legal zu den Prostituierten gehen, die bestrafen, wie das jetzt in Frankreich angedacht ist. Das ist nicht der Weg der Großen Koalition. Und was für konkrete Vorstellungen haben Sie, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern für Prostituierte oder vielleicht auch, das Thema war ja jetzt auch Belastung der Anwohner oder Belastung für Anwohner. Haben Sie da schon konkrete Ideen? Ja, ich habe ein paar. Daniela, hören Sie mich? Ja? Oh, jetzt hat sie, glaube ich, ein Problem. Ja. Hallo? Ich beantworte mal und in der Hoffnung, dass Sie mich hören. Wir haben konkrete Vorstellungen bei der Regelung von Prostitution. Zum Beispiel wollen wir die Bordelle besser überprüfen. Und dazu stellen wir uns vor, eine sogenannte Erlaubnispflicht. Das heißt, die Betreiber und Betreiberinnen von Prostitutionsstätten, von Bordellen, müssen vorher eine Genehmigung einholen. Und dann kann man auf der Basis dieser Genehmigung räumliche Ausstattung, Arbeitsbedingungen der Prostituierten, hygienische Zustände und so weiter, kann man auch fortlaufend kontrollieren. Das müssten die Gewerbeämter dann machen, aber auch die Polizei könnte das machen. Und ich persönlich stelle mir auch vor, dass wir die sexuellen Praktiken, die gegen die Menschenwürde verstoßen, beispielsweise Gangbang oder Flatrate-Bordelle und ähnliches, dass wir die auch verbieten. Also nicht Prostitution generell, sage ich nochmal, aber dass wir gucken, dass wir die Prostituierten, dass wir die so unterstützen, dass sie zu guten Arbeitsbedingungen ihre Dienste anbieten können und dass es nicht gegen die Menschenwürde verstößt und sie auch nicht dazu gezwungen werden. Okay. Können Sie mich hören? Ja. Ach, gut. Dann ging es ja auch darum, also dass sich das auch immer mehr ausweitet und vielleicht gar nicht mehr so überblickbar ist, zum Beispiel in die Außenbezirke von Berlin. Was halten Sie denn von der Idee, vielleicht dann Sperrbezirke einzuführen, um das Ganze konzentrierter beobachten zu können? Ich bin keine Freundin von Sperrbezirken, sondern davon, die Prostitution hier in Berlin auch sichtbar zu haben. Ich finde, das hilft überhaupt nicht, sie an den Stadtrand zu drängen und irgendwo in Spandau oder in Marzahn einen Sperrbezirk einzurichten. In Berlin ist Prostitution an der Oranienburger Straße und auch an der Kurfürstenstraße. Ich finde, wir müssen auch alle miteinander wissen, was da vorgeht. Also wir können alle auch kontrollieren, die da lang gehen und so. Und es hilft nichts, das an den Stadtrand zu bringen. Was ich aber sehr gerne möchte, und da müssen wir auch die Anstrengung noch intensivieren, dass wir die Nachbarinnen und Nachbarn nicht belästigen, dass Kinder nicht belästigt werden, dass also die negativen Begleiterscheinungen von Prostitution, insbesondere eines Straßenstrichs, dass die so gering wie möglich gehalten werden. Und da setze ich persönlich aber mehr auf Beratung und Aufklärung und runde Tische als auf Verbote und Verdrängung. Okay, gut. Dankeschön. Ja, danke für das war von mir. Dankeschön. Vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema Prostitution. Ich konnte jetzt eben bei Spiegel Online vor der Sendung noch lesen, dass die Große Koalition sich darauf geeinigt hätte, man wolle jetzt die Freier bestrafen, die die Dienste von Zwangsprostituierten irgendwie in Anspruch nehmen. Das steht also im Koalitionsvertrag. Bestrafen haben wir ausdrücklich nicht geschrieben, sondern wir haben geschrieben, wir wollen vorgehen, und zwar gegen diejenigen, die wissentlich und willentlich
Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostituierte ausnützen, also die Zwangslage. Das ist ganz deutlich zu unterscheiden von der allgemeinen freier Strafbarkeit, wie Frankreich sie jetzt gerade vorsieht, sondern nur die, die wirklich, wenn man es erkennt, dass es eine Zwangsprostituierte ist und wenn man die Notlage ausnutzt, da gibt es ja auch Indizien, dass wir uns da was überlegen. Ob wir das im Strafrecht machen, wissen wir aber noch nicht. Deswegen haben wir geschrieben, wir wollen gegen sie vorgehen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir nochmal das Thema hin zum Koalitionsvertrag. Da kamen nämlich auch viele Fragen unserer User. Eine Frage kam von Joachim, der fragte, Sie haben sich für einen NSA-Untersuchungsausschuss ausgesprochen. Im Koalitionsvertrag steht jetzt aber wenig Konkretes in Sachen NSA-Aufklärung. Was können wir von einer großen Koalition eigentlich erwarten? Ja, wir haben das offen gehalten, ob wir einen Untersuchungsausschuss brauchen oder ob wir das parlamentarische Kontrollgremium stärken. Also die Form der Aufklärung und der weiteren Kontrolle der Nachrichtendienste haben wir jetzt erstmal offen gelassen. Wir wissen, dass die Forderung von den Grünen und Linken kommt, einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Insofern ist es auch sehr wahrscheinlich, dass einer kommt. Aber wichtig ist mir, und das habe ich im Bundestag bei der Debatte auch gesagt, dass wir bei NSA mal Partei- und Fraktionsgrenzen beiseite lassen und sagen, wir müssen als Parlamentarierinnen und Parlamentarier unsere Nachrichtendienste gut und umfassend kontrollieren. Und das müssen wir über die Fraktionsgrenzen hinweg tun. Es nützt nichts, wenn jetzt eine große Koalition, wenn sie denn kommt, sich vor die Nachrichtendienste schmeißt und alles rechtfertigt, was die tun, sondern wir brauchen eine starke parlamentarische Kontrolle und dafür werde ich mich weiter engagieren. Herr Tretbar? Kommt dann noch eine Frage von Ihren Leserinnen und Lesern? Ja, mittelbar. Ich schiebe mal eine von mir persönlich hinterher. Glauben Sie denn, dass das Klima bei der Union wirklich so ist, diese Ernsthaftigkeit der Aufklärung dieses Vorgangs? Ach, das glaube ich schon. Ich kenne ja auch einige Kolleginnen und Kollegen von der Union, die ein großes Interesse daran haben, die Nachrichtendienste besser als das bisher der Fall war zu kontrollieren. Das steht und fällt immer auch mit Personen, das steht und fällt mit einem Klima und öffentlicher Druck kann natürlich auch helfen, mehr Kontrolle da zu ermöglichen von Seiten der Parlamentarier. Also ich bin erstmal ganz zuversichtlich und die Chancen, dass wir das parlamentarische Kontrollgremium stärken, die steigen doch. Die steigen auch mit so einer Affäre wie NSA und ich hoffe, dass unsere Bemühungen in diese Richtung auch von der Union unterstützt werden. Okay, ich würde gerne, vielleicht wenn das in Ordnung ist, in dem Zusammenhang zwei Fragen unserer Leser, die mittelbar mit der NSA zu tun haben, die drehen sich um das Thema Vorratsdatenspeicherung. Und unser User Alexander 1 fragt, wie konnte es eigentlich angesichts des virulenten Abhörskandals um die NSA dazu kommen, dass man sich nun ausgerechnet auf die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung verständigt hat? Also es ist so, dass ich darum bitte, dass das Thema Vorratsdatenspeicherung und das Thema Skandal und Abhören der Nachrichtendienste, dass das bitte getrennt wird, denn das sind zwei verschiedene Tatbestände. Wir haben als SPD eine klare Beschlusslage zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben auf unserem Bundesparteitag vor 2 Jahren, glaube ich, war das, haben wir beschlossen, dass wir die Vorratsdatenspeicherung wollen, allerdings unter sehr engen Voraussetzungen. Und das spiegelt sich jetzt auch im Koalitionsvertrag wieder. Wir haben also unsere Meinung dazu nicht geändert. Enge Voraussetzungen. Und was wir auch reingeschrieben haben, ist, dass wir, um die Strafzahlungen zu vermeiden auf der europäischen Ebene, dass wir die Richtlinie, die es dort existiert zur Vorratsdatenspeicherung, dass wir die erstmal umsetzen wollen, um die Strafzahlungen zu vermeiden. Und dann wollen wir alles dran setzen, um unsere Position, nämlich eine kürzere Speicherdauer und nur bei schwersten Straftaten und Richtervorbehalt, um diese Position dann auch in Europa durchzusetzen. Mhm. Also ich finde, das ist eine ordentliche Position, die man gut vertreten kann. Jetzt gibt es aber gerade in Ihrer Partei ja durchaus auch Stimmen, die sagen, wir warten erstmal ab, was in Europa passiert, reformieren dann und setzen dann das Ganze um, statt jetzt einen Schnellschuss zu machen. Ja, das kann ich auch gut verstehen. Ich wäre auch eher für diese Position erstmal abzuwarten, aber diejenigen, die das jetzt verhandelt haben in der Arbeitsgruppe Innen und Recht, waren der Auffassung, man muss zunächst mal die Strafzahlungen vermeiden. Es gibt aber auch noch Gerichtsverfahren auf der europäischen Ebene, die grundsätzlich über die Rechtmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie entscheiden. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt sukzessive alles weiter diskutiert wird. Im optimalen Fall kriegen wir auch auf der europäischen Ebene nur eine ganz eingeschränkte
eingeschränkte Vorratsdatenspeicherung und damit könnten wir in Deutschland bestens leben, wenn all diese Hürden, die wir auch wollen, wenn die auch auf der europäischen Ebene umgesetzt werden. Herr Mayer, wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie auch noch eine Frage zum Themenkomplex NSA oder ist die schon beantwortet worden? Es hat sich da im Prinzip noch eine Nachfrage ergeben. Frau Högel hatte eben gesagt, dass man überlegt, einen Kontrollausschuss zu dem Thema einzurichten, dass da noch nicht so richtig Klarheit herrscht. Aber was ich mich dabei frage ist, wie will man eigentlich mit einem deutschen Kontrollausschuss die NSA kontrollieren oder den britischen Geheimdienst? Also das Problem ist im Prinzip viel zu groß für die deutsche Politik. Das muss, wie auch immer, ich bin dann auch, ich habe da auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, auf internationaler Ebene geregelt werden. Nur die Frage lautet, wie eigentlich? Herzlichen Dank, Herr Mayer, das ist genau richtig. Das ist auch der Grund, warum viele skeptisch sind, ob ein Untersuchungsausschuss überhaupt etwas bringt, weil man ja doch nicht an die amerikanischen Akten und die amerikanischen Zeugen vermutlich kommt, sodass Sie schon recht haben damit, dass Kontrolle in Deutschland primär natürlich die deutschen Nachrichtendienste kontrolliert beziehungsweise das Fehlverhalten dort beleuchten kann, aber nicht der ausländischen Dienste. Mein Fraktionsvorsitzender Frank-Walter Steinmeier hat bei der Debatte zu NSA im Deutschen Bundestag etwas sehr Wichtiges und Richtiges gesagt. Wir brauchen ein Völkerrecht, was diese Fragen regelt. Datenschutz, Arbeit der Nachrichtendienste, gegenseitige Kontrolle, unter welchen Umständen darf welcher Nachrichtendienst wo, wie eingesetzt werden. Das alles muss gemeinsam auf der internationalen Ebene geregelt werden. Da gehört es hin. Und ich hoffe sehr, dass wir aus dem NSA-Skandal so weit lernen, dass es Bestrebungen gibt, das auf der europäischen und auf der internationalen Ebene zu regeln. Okay, ich sehe, es gibt einen weiteren Gast im Hangout. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen. Ist noch stumm geschaltet. Moment. Nee, nur selbst. Ich sehe jetzt hier nur Erik. Kannst du dich? Ja, jetzt. Jetzt hören wir Sie. Okay, wunderbar. Ja, genau. Schönen guten Abend. Erik Ebert, mein Name. Bin Student der Philipps-Universität Marburg. Gehe jetzt aber wieder nach Berlin zurück. Ich hatte auch so einige Fragen, die sich mit Europa beschäftigen, aber auch jetzt mit der Integrationspolitik in Berlin auch selber. Ich persönlich würde gerne mit Europa auf den Koalitionsvertrag beginnen, wenn das wäre. Meine erste Frage. Wie geht's los? Und zwar geht es darum, ein Koalitionsvertrag ist unter anderem auch auf die Krise in Europa eingegangen worden und um einen Weg aus der Krise zu finden, so heißt es dort, erfordert es Strukturreform für die mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, was genau wird auf uns zukommen, welche Strukturreformen sind denn überhaupt gemeint und was wird es uns in Deutschland und was wird es Europa denn jetzt eigentlich kosten? Also ich kann Ihnen die Frage, was das kosten wird, nicht genau beantworten, weil das selbstverständlich davon abhängt, wie sich die Wirtschaft der Mitgliedstaaten entwickelt, die jetzt unter dem Rettungsschirm sind. Das ist etwas, was hypothetisch nur beantwortet werden kann. Insofern muss ich da so weit passen, als dass niemand diese Frage genau beantworten kann. Was für Strukturreformen auf uns zukommen, das ist auch eine Frage, die man ebenfalls nicht abschließend beantworten kann, weil wir uns in Europa dahingehend eingelassen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen einen neuen Konvent auch auf den Weg bringen. Das ist auch Position der Sozialdemokraten, dass wir sagen, wir müssen die Verträge so überarbeiten, dass wir an bestimmten Stellen eine stärkere Zusammenarbeit in Europa bekommen, als das gegenwärtig der Fall ist. Und wofür wir uns eingesetzt haben als SPD ist, dass es weniger um Sparen geht auf der europäischen Ebene und die einzelnen Mitgliedsländer ausschließlich Strukturreformen machen müssen, um ihre Schulden in den Griff zu bekommen, sondern dass wir auch fokussieren auf die Themen Beschäftigung und sozialer Zusammenhalt. Das war uns sehr wichtig. Und das zeigt das Europakapitel im Koalitionsvertrag, das haben Sie ja bestimmt aufmerksam gelesen, zeigt, dass wir da an vielen Stellen Themen untergebracht haben, die uns sehr wichtig sind, die mit dem sozialen Europa zu tun haben. Also werden wir das deutsche Modell nach Europa exportieren, damit sie genauso gut werden wie wir? Was meinen Sie jetzt mit dem deutschen Modell? Nun,
zum Beispiel das deutsche Niedriglohnsystem, was wir ja nun haben, das deutsche Leiharbeitssystem, was uns über die Krise auch mitgeholfen hat, werden wir das doch nach Europa exportieren praktisch, damit unsere Partner genauso konkurrenzfähig werden international wie wir? Ich verstehe Sie nur sehr schlecht, der Ton ist nicht besonders gut, aber wenn Sie gesagt haben, dass wir das Minilohnsystem und das Leiharbeitssystem nach Europa exportieren wollen, dann überrascht Sie das nicht, wenn ich sage, das wollen Sozialdemokraten ganz genau nicht. Wir haben ja unseren Wettbewerbsvorteil in Deutschland damit erwirtschaftet, dass Menschen hier so wenig Lohn bekommen. Wir wissen, dass rund 7 Millionen unter 8,50 Euro für unter 8,50 Euro in Deutschland arbeiten. Das wollen wir ja gerade umdrehen. Auch innerhalb der Großen Koalition haben wir das vereinbart mit einer neuen Regelung der Leiharbeit, mit einer Begrenzung von Werksverträgen, mit einem Mindestlohn und mit einer Reduktion auch von Minijobs und so weiter. Das ist eben nicht unser Kurs für Europa, das ist schon gar nicht unser Kurs für Deutschland, sodass wir gerade das, was Sie jetzt angesprochen haben, nicht wollen. Und ich hoffe auch, dass wir uns damit in der Großen Koalition und in ganz Europa durchsetzen. Ich muss leider gestehen, es geht aus dem Koalitionsvertrag nicht so heraus, deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Ja. Mein zweiter Fragenkomplex, den ich hätte, betrifft jetzt die deutsche Gesellschaft. Und zwar geht es darum, dass im Koalitionsvertrag kein Hinweis darauf zu finden ist, über die Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften mit ehelichen Partnerschaften. Warum nicht? Weil das mit der CDU und CSU nicht zu machen war. Und warum konnten Sie sich da nicht durchsetzen? Ich meine, das ist ja, ich will Ihnen das sagen, warum wir uns da nicht durchsetzen konnten. Weil wir 25% haben und die andere Seite 42. Gut. Genau, der dritte Punkt, den ich vielleicht noch hätte. Asylpolitik hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Hier in Berlin betrifft es ja auch wirklich sehr viele Menschen. Vielleicht könnten Sie mir noch mal kurz schildern, was denn eigentlich Ihre Ziele bzw. Ihre Pläne für die laufende Legislaturperiode jetzt sein werden, dort tätig zu werden, sich dort zu engagieren, was Ihre Ziele sind, wie Sie verwirklicht sehen möchten, unabhängig vom Koalitionsvertrag selber, wenn es geht. Ich glaube, dazu hatten wir eben schon ein bisschen was gesagt. Ich konnte leider nicht alles mitverfolgen. Ja, nee, also ich glaube, diesen Punkt, den hatten wir vorhin schon ganz gut besprochen, aber ich schaue gerade auf meine Aufzeichnung. Gibt da tatsächlich noch ein Thema, was auch lokal sehr die Leute hier beschäftigt hat, und zwar das Thema Mietpreisbremse. Ja. Im Koalitionsvertrag steht eine Verpflichtung zur gezielten Förderung des Mietwohnungsneubaus. Wie genau sieht denn diese Förderung aus? Ja, unsere Politik im Bereich Bauen, Wohnen, Miete hat ja zwei Komponenten. Das eine ist, wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Da haben sich die Verhandlerinnen und Verhandler im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass man die Schaffung von Wohnraum steuerlich begünstigt und damit potenzielle Vermieter und Vermieterinnen ermuntert, mehr Wohnraum zu schaffen. Das ist eine gute Möglichkeit. Und auf der anderen Seite wollen wir mit der Mietpreisbremse die Mietensteigerung im besten Fall in den Griff bekommen, aber auf jeden Fall erstmal eindämmen. Und ich finde auch den Weg, den der Koalitionsvertrag da jetzt wählt, nämlich zu sagen, wir machen das regional. Also es können die jeweiligen Kommunen dann entscheiden, ob sie ein Gebiet sind mit einer angespannten Mietpreisentwicklung. Das wäre für Berlin überhaupt keine Frage. Das wird sofort bejaht werden. Und der Senator Michael Müller von der SPD hat das hier auch schon angekündigt, dass er sofort Berlin zu so einem Gebiet erklärt. Und dann gibt es die Mietpreisbremse. Und wir haben auch noch was geschafft, was ich gar nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt. Wir haben vereinbart, dass die Maklergebühren demnächst immer derjenige oder diejenige zahlt, der den Makler beauftragt. Das finde ich super und hätte ich gar nicht gedacht, dass das im Koalitionsvertrag auftaucht. Das sogenannte Besteller. Genau, wer bestellt, bezahlt. Ja. Wir haben eine Zuschrift bekommen von Horst Inhuber, der fragt nach dem Zeitpunkt, also ab wann soll die Deckelung auf maximal 10% der Mieterhöhung eingeführt werden? Das kann schnell gehen. Das ist ja eine rechtliche Regelung, die man ruckzuck machen kann. Die Vorarbeiten sind erfolgt. Also ich würde mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die Kollegen das angehen, aber sowas kann im ersten Quartal 2014 auf den Weg gebracht werden. Okay. Also eine Frage, die ich auch aus meinem Bekanntenkreis kenne und die auch gerne mal abends diskutiert wird, ist die Frage der Nutzung von Wohnraum für Ferienwohnungen, gerade in Berlin-Mitte. Greift das ja massiv um sich. Was wird denn dagegen getan oder wird überhaupt was dagegen getan?
Ja, das ist keine Aufgabe, die wir im Bundestag haben, sondern das ist Landespolitik. Und da hat Senator Michael Müller hier von der SPD in Berlin hat schon die entscheidenden Schritte getan. Und es gibt jetzt hier in Berlin eine Verordnung, die besagt, dass die Wohnungen nicht zweckentfremdet werden dürfen und deswegen Ferienwohnungen nur noch für 2 Jahre bestehen bleiben und dann auch nur noch auf Antrag in Ausnahmesituationen. Also in Berlin ist das alles schon gut geregelt und das können andere Städte genauso machen, aber die Frage Zweckentfremdung, Ferienwohnungen, Innenwohnungen, das ist etwas, was auf der Landesebene liegt. Ja. Wo wir im Bundestag uns natürlich freuen, wenn die Bundesländer aktiv sind, aber selbst nicht eingreifen. Dazu vielleicht noch, also es hat nicht direkt damit was zu tun, aber ich frage einfach mal, ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können. Unser User Helmut K. fragt, wann ist denn die Baustelle am Alexanderplatz fertig? Ja, möglichst bald. Oh, Berlin hat so viele nervige Baustellen. Die in der Invalidenstraße mit der Straßenbahn ist auch eine, bei der es nur langsam vorangeht. Ja, nun, das dauert eine ganze Zeit und am Alexanderplatz wird ja auch die U5 gebaut und das wird sicherlich noch einige Jahre so gehen. Wann genau, weiß ich nicht. Ich höre immer nur von der BVG, dass sie im Plan sind. Okay. Zum Thema, zum Thema Wohnen hatten wir natürlich auch einige Fragen. Ich würde gerne mal eine stellen, die ist sehr, sehr konkret. Ich weiß nicht, Frau Högel, ob Sie das schon mal was von gehört haben. Das ist eigentlich auch schon die Frage. Wir haben mehrere User, die uns das gefragt haben, direkt aus Wedding. Und zwar, jetzt habe ich die falsche hier, Sekunde, hier. Sind Sie schon auf die Firma GMRE aufmerksam gemacht worden, die in ihrem Wahlbezirk etliche Immobilien besitzt bzw. verwaltet? Ohne selbst betroffen zu sein, schreibt hier ein User, bin ich doch über die Berichte aus dem Bekanntenkreis regelrecht schockiert. Diese Firma würde wohl Menschen teilweise über Wochen ohne Heizung und bei Raumtemperaturen unter 16 Grad leben lassen und versuchen damit Leute auch aus bestehenden Wohnungen rauszutreiben. Mhm. Ist Ihnen das schon mal irgendwie untergekommen? Haben Sie davon schon mal gehört? Nein, von dieser Firma habe ich jetzt bisher nicht gehört, aber ich darf alle bitten, die das betrifft, sich bei mir zu melden. Auch können auch gerne meine Bürgersprechstunde kommen oder sie melden sich bei einem Rechtsanwalt, einer Rechtsanwältin. Sowas darf es nicht geben. Das ist schlicht und ergreifend illegal und verboten und das ist Schikane von Mieterinnen und Mietern. Und da kann man sich wenden, auch an Mietervereine und man kann sich auch zusammentun. Die betroffenen Mieterinnen und Mieter können gemeinsam gegen den Vermieter vorgehen. Also bitte nicht erdulden und erleiden, sondern öffentlich darüber berichten, sich an Abgeordnete wenden, an Rechtsanwälte und an den Mieterverein. Unbedingt laut werden. Das werden wir weitergeben. Ja. Vielleicht mit Blick auf die Uhr noch ein Thema, was ich für sehr wichtig halte, wo es auch Fragen gab, und zwar zum Komplex NSU-Untersuchungsausschuss. Mhm. Da waren Sie in der letzten Legislaturperiode Obfrau im entsprechenden Ausschuss. Da gibt es eine Frage, und zwar im Koalitionsvertrag steht, wir werden die Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses zügig umsetzen. Die Frage, welche der Empfehlungen werden nie genau umgesetzt? Ja, das ist ein großer Erfolg, dass wir diese Formulierung im Koalitionsvertrag haben. Ich habe da, hoffe ich, auch ausreichend mitgeholfen, dass das so drinsteht. Denn es gab Bestrebungen von der anderen Seite, alle Empfehlungen, die der NSU-Untersuchungsausschuss formuliert hat, auf die er sich verständigt hat, die alle wieder streitig zu stellen und alle nochmal neu zu diskutieren, ob man die dann überhaupt braucht und ob die Große Koalition die umsetzen muss. Dass das jetzt so drinsteht, heißt, die bleiben zusammen und sie werden komplett von der Großen Koalition, wenn es dazu kommt, umgesetzt. Dort, wo der Bund betroffen ist, machen wir das zügig im Deutschen Bundestag, in unseren Bundesbehörden. Und da, wo die Bundesländer betroffen sind, werden wir das gemeinsam mit Bund und Ländern machen. Also das ist ein echter Handlungsauftrag an die Große Koalition. Und ich möchte 2 Punkte noch ganz schnell dazu sagen. Und zwar, mir ist eins wichtig, dass wir hier weiterhin beieinander bleiben. Also, dass wir auch die Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Partei Die Linke mitnehmen, dass wir jetzt nicht sagen, Große Koalition gegen die Opposition, sondern zusammenbleiben, so wie wir das die ganze Zeit waren. Das ist mir sehr wichtig. Und außerdem ist es mir wichtig, nochmal zu sagen, die Arbeit beginnt jetzt. Wir haben zwar aufgeklärt und diese Schlussfolgerungen aufgeschrieben, aber die eigentliche Arbeit beginnt jetzt, 2 Jahre nach Auffliegen des NSU, nämlich die Schlussfolgerungen tatsächlich zu ziehen und auch die Arbeit der Behörden zu reformieren. Und dafür brauche ich Unterstützung, weiterhin viel Unterstützung aus der Bevölkerung auch. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss dazu beigetragen hat, dass man mit dem Thema sensibler umgeht?
Ich will das hoffen und an einigen Stellen ist das auch so. Es gibt sowohl in der Bevölkerung als auch in den Sicherheitsbehörden eine größere Sensibilität und es wird weniger weggeschaut beim Thema Rechtsextremismus. Wir haben ja auch aktuell die Debatte über das Verbot der NPD. Mhm. Wird ja morgen auch ein Verbotsantrag der Bundesländer eingereicht. Also ich glaube schon, dass ganz viel auch daraus gelernt wurde, aber es muss noch mehr kommen. Und was es auf keinen Fall geben darf, ist, dass Rechtsextreme Angst und Schrecken verbreiten und das quasi unkommentiert bleibt, wenn ich das mal so sagen darf. Also es gibt ja Landstriche in Deutschland, in denen die ihr Unwesen treiben, Leute vertreiben auch aus ihren Wohnungen, die Polizei sagt, wir können euch nicht schützen. Sowas ist eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats und das dürfen wir nicht dulden. Halten Sie es denn für einen Fehler, dass der Bund sich quasi überhaupt nicht dran beteiligt am NPD-Verbotsverfahren? Ja, Herr Trepper, das halte ich für einen Fehler. Ich hätte das natürlich gut gefunden, wenn Bundestag und Bundesregierung diesen Antrag auch einreichen, damit alle drei Verfassungsorgane geschlossen zum Bundesverfassungsgericht gehen und diesen Antrag stellen. Wir haben das versucht, in den Koalitionsverhandlungen zu erreichen. Das war unser Wunsch. Wir haben das nicht geschafft. Nun hoffen wir, dass die Bundesländer das gemeinsam machen, das morgen auf den Weg bringen. Und dann drücken wir die Daumen für das Verfahren vom Bundesverfassungsgericht. Es reicht ja ein Antrag der Bundesländer und wenn da die Bundesländer so geschlossen sind, freut mich das. Vielleicht eine Frage, das Thema mal übersetzt auf den Wahlkreis. Gibt es Probleme mit Rechtsradikalismus in Berlin-Mitte oder auch in Wedding? Und was wird dagegen getan? Was läuft da aktuell? Also das gibt es natürlich immer wieder. Es gibt auch Übergriffe, es gibt sichtbare Rechtsextreme, die dort auch zu erkennen sind und sich zu erkennen geben. Und da sind dann die jeweiligen Institutionen auch zunächst gefragt. Verfassungsschutz mit der Beobachtung, Polizei mit dem Einschreiten, wenn es zu Straftaten kommt oder im unmittelbaren Vorfeld von Straftaten. Das läuft sehr gut. Wichtig ist aber die Zivilgesellschaft, also die Aufmerksamkeit der Bevölkerung. In welchen Kneipen treffen sich Rechtsextreme? Was machen die? Was planen die? Wo wohnen die? Ich setze sehr auf die Zusammenarbeit mit der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Bianca Klose und ihr Team, die hier in Berlin hervorragende Arbeit leisten, die beraten einerseits Opfer, andererseits auch Personen, die im Umgang mit Rechtsextremen unsicher sind und fragen, wie sie sich wehren können. Also ich denke, wir sind da hier in Berlin ganz gut aufgestellt, was das angeht. Okay. Herr Trepper, haben Sie noch unbedingt oder Fragen, die unbedingt losgelassen werden müssen? Ich denke, das waren so die wichtigsten Komplexe. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Fragen zum Thema Arbeitsmarkt, Schuldenabbau und so weiter. Aber mit Blick auf die Uhr könnte ich mir vorstellen, dass es dann etwas eng wird. Ja, ich vermute, das wäre dann auch noch genug Stoff für eine zweite digitale Bürgersprechstunde. Sehr gerne. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Wenn Sie mich wieder einladen. Ich sehe gerade noch im Chat, gab es noch eine Frage, die finde ich ganz gut zum Abschluss. Welche Optionen halten Sie für den Fall realistisch, dass die Bildung einer großen Koalition von den SPD-Mitgliedern abgelehnt wird? Also was machen wir, wenn es in drei Wochen? In 14 Tagen. In 14 Tagen heißt, nein, wir wollen nicht in die große Koalition gehen. Es wird kein Nein der Mitglieder geben, das hoffe ich jedenfalls ganz doll und ich mache mir darüber keine Gedanken, was dann passiert, weil wir dann alle miteinander ein großes Problem haben. Deswegen, ich werbe jetzt in den nächsten Tagen für ein Ja der SPD-Mitglieder und vielleicht hat ja diese digitale Bürgersprechstunde auch dazu beigetragen und dann drücken Sie bitte den Daumen, dass wir ein Ja der SPD-Mitglieder bekommen. Sehr schön, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie hergekommen sind in unserer Redaktion. Ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht. Ja, uns auch. Herr Trepper, vielen Dank, dass Sie als Kooperationspartner dabei waren und Fragen Ihrer Leserinnen und Leser gestellt haben. Und ich bedanke mich natürlich bei den ganz vielen Fragestellern, die uns über Facebook, Google+, Twitter ihre Fragen gesendet haben und natürlich die persönlich hier waren. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Wir haben nächste Woche dann eine digitale Bürgersprechstunde mit Konstantin von Notz und auch da können Sie gerne schon Ihre Fragen jetzt stellen. Schönen Abend. Vielen Dank. Ciao.